Ist die AfD in den Wahlumfragen bereits die stärkste Partei und hat sie die CDU bereits überholt? Welche Auswirkungen wird das März-Debakel auf die CDU und ihn selbst haben? Und was auch sehr wichtig ist, welchen Einfluss kann der Ukraine-Krieg auf die kommende Bundestagswahl haben? Es bleibt spannend. Also, bleib unbedingt dran und genieß die Show. Moin, ich bin David, schön, dass du da bist. Wir steigen direkt ein und schauen uns noch einmal die Sonntagsfrage Juli 2023 an. Was wir hier sehen, ist, dass die CDU-CSU mit 26% die stärkste Kraft ist, dicht gefolgt von der AfD mit 22%. Die AfD ist also die zweitstärkste Kraft in dieser Wahlumfrage. Doch das Wahlrecht wurde dieses Jahr reformiert. Es hat sich einiges geändert und das könnte sehr große Auswirkungen auf die CSU haben. Schauen wir uns einmal kurz an. Der BR24 widmet sich der Frage, welche Auswirkungen das für die CSU haben könnte und ob diese bei der nächsten Wahl sogar aus dem Bundestag fliegen könnte. Die Zeitung schreibt das folgende. Bundestagswahl 2021, CSU nur bei 5,2%. Bei der CSU wäre es denkbar. Bislang lag die Partei bei allen Bundestagswahlen zwar über 5%, 2021 aber nur noch knapp mit 5,2%. Hätte die CSU also etwa 0,3 Prozentpunkte weniger bekommen und das geplante neue Wahlrecht hätte schon gegolten, dann wäre nach den Ampelplänen nun kein einziger CSU-Abgeordneter im Bundestag vertreten. Bislang konnte sich die CSU außerdem auf eine weitere Regel verlassen, die sogenannte Grundmandatsklausel. Diese sieht vor, dass auch Parteien in den Bundestag einziehen können, die eigentlich an der 5%-Hürde scheitern würden. Einzige Voraussetzung, die Partei muss mindestens 3 Direktmandate gewinnen. Da ist die CSU natürlich ganz stark über die Erststimmen. Bekommen sie ihre Direktmandate, dass sie nach dem alten Wahlrecht auf jeden Fall in den Bundestag eingezogen wären, weil sie eben die ausreichende Menge an Mandaten haben. Im Jahre 2021 profitierte die Linkspartei davon. Sie hatte nur 4,9%, würde also aufgrund der 5%-Hürde aus dem Bundestag fliegen. Aber sie hat es geschafft, 3 Direktmandate zu bekommen und konnte so in den Bundestag einziehen. Die Wahlrechtsreform wurde am 17. März 2023 beschlossen. Man könnte also sagen, ja, das wird auf jeden Fall Anwendung finden bei der kommenden Bundestagswahl. Allerdings hat die CSU natürlich, was sollte man erwarten, vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Das Bayerische Staatsministerium des Inneren hat Folgendes geschrieben. Staatsminister Joachim Herrmann. Die neu geschaffenen Regeln sind verfassungswidrig. Sie verstoßen gegen den Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit sowie gegen das Demokratie- und Bundesstaatsprinzip. Sie missachten den Wählerwillen und gefährden dadurch den demokratischen und föderalen Zusammenhalt in Deutschland. Ja, er macht sich aber auch nur Sorgen um die CSU. Die anderen sonstigen Parteien, die an der 5%-Hürde scheitern und keine Direktmandate erzielen, die hält er für nicht so wichtig. Aber okay, Politik ist Krieg, das wissen wir doch alle. Doch sollte diese Klage vor dem Bundesgericht nicht ihre Wirkung entfalten, zumindest im Sinne der CSU, was würde passieren? Wir schauen uns noch einmal die Prozentpunkte an oder die Verteilung der Wählerstimmen gemäß der Umfrage. 26% für die CDU-CSU. Wenn wir aber die beiden Parteien jetzt wirklich gesondert betrachten, dann schaut das Ganze schon ziemlich anders aus. Wir haben nämlich bei der CDU 21%, bei der CSU 5% und bei der AfD 22%. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe das so. Demnach ist die AfD die stärkste Partei in Deutschland. Die CDU liegt mit 21 Prozentpunkten direkt hinter der AfD. Die ist nämlich die stärkste Partei gemäß dieser Umfrage. Für die kommende Bundestagswahl bedeutet es das Folgende. Sollte Herr Söder und seine Politiker sich noch etwas erlauben gegen den Wählerwillen, dann werden sie natürlich abgestraft, bekommen weniger Wählerstimmen. Und das brauchen gar nicht mal viele zu sein. Wir haben es ja gesehen, bei der letzten Wahl wären es 0,3% und sie wären draußen.
Ich glaube nicht, dass die CSU sich da jetzt sonderlich positiv entwickelt hat und entwickeln wird bis zur kommenden Bundestagswahl. Das bedeutet, es könnte durchaus passieren, dass die CSU raus ist aus dem Bundestag. Und das wäre vernichtend für die CDU. Denn dieser würden jetzt die ganzen Prozente der CSU fehlen. Sie wäre auf verlorenem Posten. Und Herr Merz sowie der linke Parteiflügel der CDU, ich frage mich, wofür die CDU einen linken Parteiflügel braucht. Hast du dich das auch gefragt? Schreib es doch mal in die Kommentare, ich verstehe es nicht. Also, wenn die CDU mit Herrn Merz weiterhin so agiert, wie sie es jetzt gemacht haben, werden sie sehr viele Prozentpunkte verlieren. Sie werden wirklich die zweit-, dritt-, viertstärkste Kraft werden. Das Potenzial dazu haben sie. Das bedeutet, Herr Merz sollte mit seiner CDU ganz kleine Brötchen backen. Er ist bereits jetzt, wenn man die beiden Parteien gesondert betrachtet, an Platz 2 hinter der AfD. Und ich stelle mir die Frage, warum sollte man das unabhängig von der Wahlrechtsreform auch nicht so machen? Es sind schlussendlich zwei unterschiedliche Parteien, die sich gegenseitig auch oft genug selber bekriegen. Das bedeutet, auch in den Wahlumfragen sollten wir differenzieren zwischen der CDU und CSU und ihre Prozentpunkte nicht zusammenwürfeln, um sie größer zu machen, als sie eigentlich sind. Okay, kommen wir jetzt noch einmal zurück auf Herrn Merz. Dieser hat im Sommerinterview alles gegeben. Na gut, ich will fair sein, er hat erst nach dem Interview alles gegeben. Was das Interview an sich angeht, muss ich ihm ja recht geben. Denn er hat gesagt, zwischen der CDU und AfD kann es auf kommunaler Ebene zu einer Zusammenarbeit kommen. Denn diese Ebene sei sowieso viel zu überpolitisiert und da kommt es auf die Arbeit an. Da hat er recht. Die kommunale Ebene ist eine Ebene, wo Menschen, die zwar Politiker sind, aber eigentlich stark verwurzelt in ihrem eigenen Wahlkreis sind und dort direkt für die Menschen, die sie direkt gewählt haben, arbeiten. Das bedeutet, sie halten die Landkreise, die Gemeinden, die Ortschaften am Laufen durch ihre Zusammenarbeit. Da kann man sich nicht so bekriegen, wie das im Bundestag der Fall ist. Dort haut man sich gegenseitig immer wieder eins auf Rübe und man stößt auch den einen oder anderen Dolch in den Rücken. Das ist Politik. Auf kommunaler Ebene ist das schon etwas anders und da möchte ich wirklich Herrn Merz recht geben. Was ich ihm aber übel nehme, ist das, was er nach dem Interview auf Twitter gemacht hat. Dort hat er erstmal präzisiert und sich distanziert. Er hätte sowas niemals gesagt. Der Beschluss stimmt und steht. Da gibt es keine Zusammenarbeit, egal auf welcher Ebene. Das hat er schon immer so gesagt und niemals etwas Gegenteiliges behauptet. Also, Herr Merz, das ist wirklich Kinderkram, was Sie machen. Wenn Sie das gemeint haben, was Sie bei dem Interview gesagt haben, dann stehen Sie dazu. Haben Sie sich verhaspelt, dann geben Sie den Fehler zu, aber machen Sie doch nicht so etwas. Sie machen sich selbst unglaubwürdig. Sie demontieren sich selbst, ihre eigene Person und ihre Partei. Sie sind der Totengräber der CDU. Das habe ich schon immer gewusst. Sie sind der falsche Mann am falschen Platz. Sie, Herr Merz, haben es nicht geschafft, das dunkle Tuch, was die Frau Merkel über die CDU ausgebreitet hat, abzustreifen. Sie haben es versäumt, diese Merkel-Systemstrukturen aufzubrechen und die Partei wieder auf die Spur zurück zu ihren alten Stärken zu führen. Das bedeutet, Sie haben als Parteivorsitzender der CDU absolut versagt. Und das, was Sie sich jetzt geleistet haben, war der endgültige Beweis dafür. Also, wir können nicht darauf hoffen, dass die CDU irgendwann wieder eine konservative Kraft werden wird. Das will ich persönlich auch gar nicht, denn sie hat mich schon so oft enttäuscht, dass ich nicht mehr bereit bin, ihr eine weitere Chance zu geben. Okay, ich habe am Anfang gefragt, welche Auswirkungen könnte der Ukraine-Konflikt auf die kommende Bundestagswahl haben? Dazu kam ich, per Zufall kam ich darauf, ich habe nämlich auf Google einmal geschaut, wann genau ist denn die nächste Bundestagswahl? Und da ist mir etwas aufgefallen. Aber fangen wir an mit dem Wikipedia-Artikel, der die Wahl von 2021, also die 20. Bundestagswahl,
ankündigt. Dort stand geschrieben, der 20. Deutsche Bundestag wird voraussichtlich am 26. September 2021 gewählt und muss demnach spätestens am 26. Oktober 2021 zusammentreten. Erst mit seiner Konstituierung wird die Wahlperiode des 19. Bundestages enden. Das habe ich natürlich erst später ergoogelt. Das Ergebnis, was ich auf meine Frage, wann genau die nächste Bundestagswahl denn ist, bekommen habe, ist schon etwas merkwürdig. Also, frag einfach mal Herrn Google und finde den Wikipedia-Artikel Wahl zum 21. Deutschen Bundestag. Jetzt wird es spannend. Die Bundestagswahl zum 21. Deutschen Bundestag wird vorbehaltlich der Auflösung des Bundestages nach Artikel 63 oder Artikel 68 und vorbehaltlich der Verlängerung der Wahlperiode im Verteidigungsfall nach Artikel 115h des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland voraussichtlich im Herbst 2025 stattfinden. Also, du merkst schon was, ja? Wir haben in dieser Ankündigung der kommenden Bundestagswahl zweimal das Wort vorbehaltlich und einmal das Wort voraussichtlich. Das ist doch ein sonderbarer Haftungsausschluss. Besonders wenn ich mir überlege, dass dieser Artikel bereits im Jahre 2021 veröffentlicht wurde. Das ist wirklich sonderbar. Was mich erstaunt ist, dass diese Artikel einmal für die letzte Bundestagswahl und einmal für die kommende Bundestagswahl so grundverschieden sind und dass wir hier schon Disclaimer haben für die Auflösung des Bundestages und für die Verlängerung der Wahlperiode im Verteidigungsfall. Ich meine, es kann ein absoluter Zufall sein, dass sich diese beiden Artikel einmal für die letzte Bundestagswahl und einmal für die kommende Bundestagswahl so voneinander unterscheiden. Aber ich finde es schon ein wenig merkwürdig. Was wir hieraus ableiten können, ist, dass all die Wahlumfragen natürlich nicht endgültig sind. Diese können daran scheitern, dass sich der Ukraine-Konflikt ausweitet und Deutschland den Verteidigungsfall ausruft und somit die Wahlperiode vom Herrn Scholz noch vielleicht sogar auf Jahre hinweg verlängert werden könnte. Ich meine, Gott bewahre, ich will es wirklich nicht hoffen. Ich wünsche uns eine friedliche Zukunft und das wirklich in ganz Europa. Aber ich finde es schon ein wenig sonderbar. Was denkst du darüber? Schreib es in die Kommentare. So, jetzt solltest du unbedingt diesen Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich bedanke mich für deine Unterstützung. Jetzt aber auch unbedingt dieses Video hier schauen. Klick drauf, wir sehen uns drüben. Bis gleich. Danke dir, tschüss.